Gemeinde, hier ist die Sau aus Dessau mal wieder für euch und ich mache heute einen Tag. Der Tag heißt Get Your Freak On. Taggen werde ich diesmal am Anfang gleich, weil die Leute, die jetzt getaggt wurden, sich mal schön überraschen lassen können, was sie denn jetzt erwartet, wenn sie das Video weitergucken. Und taggen werde ich wieder die Elisa von Elisa und Kiwi. Natürlich. Die Kitty, die Sheep. Und diesmal werde ich jemand Neuen mit reinnehmen. Ich werde mal einfach den kein normaler Wolf taggen. Ja, ich möchte einfach mal wissen, nach dem 50 Facts Around Me Tag, ob er den Get Your Freak Out Tag macht. Es heißt natürlich Get Your Freak On Tag. Ja. Viel Spaß dabei! Ich habe die Fragen hier vor mir, lese sie gleich vor. Machen wir es mal einfach ein bisschen nicht so kompliziert. Also, gibt es einen Spitznamen, den nur deine Familie verwendet? Ich wurde früher von der Mutti meiner besten Freundin immer Scheißerchen genannt, wenn das auch zählt. Ja. Hast du seltsame Angewohnheiten? Ich persönlich weiß davon nichts, dass ich irgendwelche seltsamen Angewohnheiten habe, aber wir erinnern uns alle mal an den Boyfriend-Girlfriend-Tag. Da habe ich ja was über mich erfahren. Wenn du deine Haare föhnst, singst du. Was? So ist das. Hast du irgendwelche seltsamen Phobien? Nein. Nein. Seltsam nicht, durchaus berechtigt eine Spinnenphobie. Ja. Welchen Song drehst du voll auf, wenn du alleine bist und singst ihn dann voll mit? Das hatte ich jetzt letztens erst, und zwar My Heart Will Go On von Linio. Ja, das singe ich dann auch laut mit. Über welcher Kleinigkeit ärgerst du dich am meisten? Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht, aber wenn Geschirr in die Spüle getan wird, dann, wenn es nicht abgespült ist, also mit Essensresten drauf, ja, das macht mich ziemlich gerückt. Ja, darüber ärgere ich mich. Was tust du, wenn du nervös bist? Ich friere. Ich friere. Wenn ich nervös bin, ja. Auf welcher Seite des Bettes schläfst du? Links. Ich schlafe auf der linken Seite. Manchmal ziemlich eingequetscht, weil ich weiß ich nicht warum, aber ich schlafe immer am Rand. Keine Ahnung. Was war dein erstes Kuscheltier und was war sein Name? Das erste Kuscheltier, was ich mich wirklich erinnern kann, war ein kleiner Teddybär mit einer Schleife um den Hals. Und er hieß Franz. Welches Getränk bestellst du immer bei Starbucks? Meistens wird es ein Karamelllatte. Ich finde, bei Starbucks schmeckt man die Kalorien mit jedem Schluck, den man da trinkt. Also wie gesagt, ich bestelle manchmal, wenn ich bei Starbucks bin, ein Karamelllatte Macchiato. Und muss ihn dann auch bezahlen, ja. Nicht wie andere. Das ist eine lustige Geschichte, aber da schweife ich jetzt nicht weiter aus. Gibt es eine Regel, die du immer predigst, aber nie wirklich selber einhältst? Nein. Also manchmal gebe ich sehr gute Ratschläge an andere, aber wenn ich dann selber in der Situation bin, befolge ich die nicht. Nein, das gibt's nicht. Ich kann sehr gut zuhören, sehr gut Ratschläge geben, aber selber welche von mir selbst annehmen kann ich nicht. Nein. Also selber welche befolgen, ja. Die ich irgendwann mal gestellt habe. Eine sehr komische Frage, in welche Richtung schaust du in der Dusche? Wir haben eine Regendusche. Und ich kann dann von mir behaupten jetzt, zu sagen, ich gucke in alle Richtungen, weil ich drehe mich ja einmal im Kreis. Hast du irgendwelche seltsamen Körperfähigkeiten? Nein. Nicht, dass ich wüsste, nein. Muss ich die haben? Ich habe keine. Gibt es eigentlich schlechtes Essen, das du trotzdem liebend gerne isst?
Ja, ich vertrage keine Gurke. Dann muss ich immer so aufstoßen. Und ich esse aber trotzdem liebend gerne Gurkensalat mit Ei und Kartoffelsalat oder Kartoffeln direkt. Ja, das esse ich dann trotzdem wirklich zweimal im Jahr oder so nur, weil ich weiß, danach geht es mir schlecht, aber ich esse es trotzdem, ja. Gibt es eine Redewendung, die du ständig sagst? Ja, ich sage ständig, ich behandle andere Menschen so, wie ich gern behandelt werden möchte. Ja, das sage ich eigentlich fast relativ einmal wöchentlich, ja. Die 15. Frage und damit die letzte Frage. Zeit zum Schlafen. Es wäre schön, wenn es jetzt so wäre. Was hast du wirklich an? Aber bei mir ist das relativ langweilig. Mit Jogginghose und einem T-Shirt. Ja. Das waren schon 15 Fragen. In dem Get Your Freak On Tag, nicht out, sondern on. Und getaggt habe ich ja diesmal schon. Und ich habe einfach mal Lust gehabt, einen fixen Tag zu drehen für euch. Und da werde ich das jetzt einfach mal auf euch wirken lassen. Gut, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag, Restsonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zur Unterwegs- und Desserwoche. Tschüssi!